Ein faltbarer Kochtopf, Wahrheit oder Lüge? Wer es wissen will, bleibt dran. Hi guys, hier ist wieder Stefan vom Outdoor Family Adventure Channel. Heute mit einer kurzen Vorstellung des klappbaren Kochtopfs. Wie ich finde, eine ganz neue und sinnvolle Ergänzung. Die Töpfe, das sind die Sea2 Summit X-Pot. Töpfe gibt es in 4 verschiedenen Varianten. Einmal, wie ich den habe, in der 2,8 Liter Variante. Dann kleiner in der 1,4 Liter und ein 1,3 Kettle Variante. Der hat oben 2 Henkel, auch ganz süß. Und dann gibt es noch den einmal in 4 Liter. Ich habe lange überlegt, ob ich mir den 1,4 Liter oder den 2,8 Liter nehme. Dann habe ich mich aber doch für den großen entschieden, weil in der kleinen Variante habe ich so viele andere schöne Töpfe, die über meine Nalgene-Flaschen passen und daher auch keinen Platz wegnehmen. Jetzt sind wir schon bei dem riesen Vorteil von diesen Töpfen, von diesen Topfsets. 2,8 Liter sind in 40 mm untergebracht. Top. In die Mitte kann man noch andere Sachen natürlich reinlegen. Von Sea2 Summit gibt es passend dazu noch X-Bowl und X-Mug und X-Plate. Also verschiedene andere Sachen, die man auch zusammenfalten kann. Da passen hier ein paar in die Mitte noch rein. Na, wie? So. Das Ganze besteht aus einem gehärteten Aluminiumboden, einem Kunststoffdeckel BPA-free und einem Silikon an der Seite, was hitzeresistent sein soll. Oben auf dem Deckel findet man auch die Warnhinweise. Ja, man soll den natürlich ausmachen, bevor man den anfasst. Hier, ganz wichtig, die Flammen dürfen nicht an die Seite, logischerweise an das Silikon ran, weil das sonst doch dann irgendwann schmelzen würde. Hier unten unterm Topf ist eine Linie, wo dran steht, dass die Flammen diese Linie nicht überschreiten dürfen. Zugemacht und verriegelt wird das Ganze hier mit diesen 2 Henkeln. Die kann man da so rumklappen. Und dann kann es auch nicht aufgehen. Schwer ist das Ganze, im Moment 325 Gramm. Die kleinere Version mit dem 1,4 Liter Topf wiegt noch 260 Gramm, wenn ich mich recht erinnere. Also das ist jetzt kein großer Unterschied mehr zwischen den beiden. Preislich unterscheiden die sich auch nur in 5 Euro. Und wie gesagt, habe ich mir gedacht, kleinere Töpfe habe ich 4, die kann ich eh über die Flaschen stülpen und die packen sich leichter, aber habt ihr schon mal versucht, einen 2,7 Liter oder ja, einen Topf größer 2 Liter in euren Rucksack zu verstauen? Das ist immer schon ein riesen Geschiss, besonders wenn man einen kleinen Rucksack hat. Dafür habe ich mich für die größere Variante entschieden. Man kann jetzt hier drin schön Nudeln kochen, gerade wenn man mehrere Personen unterwegs ist, ist das besser. Den Topf würde ich natürlich auch nicht mitnehmen, wenn ich jetzt auf eine Leichtgewichtstour oder nur mal einen Tag rausgehe, sondern der kommt wirklich mit, wenn wir zu dritt sind, wenn wir was Größeres kochen wollen, eine Suppe, Nudeln, eine Schweinshaxe. Hier oben in der Mitte hat er so einen kleinen Griff, dass man den Deckel dann leichter abheben kann. Und vorne Löcher, um bei Bedarf was abzugießen, zum Beispiel bei den Nudeln. Der Topf eignet sich natürlich nicht nur zum Kochen. Man kann hier drinnen Wasser transportieren, aufbewahren. Man kann hier drinnen andere Sachen einfach aufbewahren, sein Lebendfutter zum Angeln. Ich habe keine Ahnung, alles was man so halt in Töpfe tut, kann man da natürlich auch reintun. Okay, jetzt werden wir das Ganze mal ausprobieren. Zum Kochen muss ich mir jetzt allerdings erstmal eine andere Stelle suchen, weil da drüben kommt eine Schafsherde auf mich zu.
Hier sieht man noch innen die Markierung, wie viel Liter drin ist. Also jetzt knapp über 1 Liter. Das sind die 1,5, 2 Liter. Und wo hier angegeben wird, das ist die maximale sichere Linie oder maximale Füllhöhe, wo es sicher ist, das zu kochen, wegen Überkochen. So, knapp über 9 Minuten, das Wasser kocht. Der Topfdeckel ist heiß, aber jetzt nicht so heiß, dass man sich die Finger dran verbrennt. Das ist halt auch das Gute bei dem Material. Die Henkel, Silikonhenkel, sind auch warm natürlich von unten, aber nicht heiß. Also man kann die jetzt anfassen. Ich meine, die Kochbedingungen waren jetzt natürlich nicht optimal. Es ging ein ziemlich starker Wind. Dafür ist es so warm, dass das Wasser schon fast alleine kocht. Naja, knapp etwas über 9 Minuten hat es gedauert, bis ich den knapp über 1 Liter gekocht habe. Finde ich akzeptabel. Der Deckel liegt oben gut auf. Da gibt es hier an der einen Seite so noch kleine Rändchen, dass er nicht runterrutscht. Ich werde jetzt hier das nochmal dem Ausgießen zeigen. Das geht sehr schön. Ich verbrenne mich nicht. Mein Fazit dazu: Ich finde es toll, wenn man für mehrere Personen kochen möchte, einen großen Topf braucht und natürlich das nicht auf offenem Feuer machen möchte, dann ist, finde ich, das eine geniale Idee, geniale Lösung von Sito Summit. Respekt dafür. Ein faltbarer Topf, wer hätte das gedacht, dass es das mal gibt. Ja, sehr schön. Riecht ein bisschen nach Gummi, ein bisschen nach Silikon. Mal gucken, ob das nach ein paar Mal Kochen dann weg ist. Ich habe den jetzt ganz neu. Und mal schauen, wie er sich bewährt. Also mein erstes Fazit, mein erster Test war super. Ich finde es sehr geil. Und ja, der einzige Nachteil halt, der jetzt hat, man kann ihn nicht über offenem Feuer benutzen. Und für einen Topf dieser Größe, 300 Gramm, finde ich in Ordnung vom Gewicht her. Ach. Mit kostenloser Dusche. Jetzt ist er zusammengeklappt. Jetzt falte ich die Henkel da wieder ran. Das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Schreibt Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eins wollte ich noch loswerden. Ich werde von keiner Firma gesponsert. Ich kaufe meine Sachen selber, wie auch den X-Pod von Sito Summit. Daher ist alles unzensiert, ungesponsert. Einfach meine eigene Meinung. Das war's. Jetzt aber wirklich. Macht's gut.